الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, denn auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten zu uns geschickt, als Überbringer froher Botschaft und als Warner vor gewaltiger Strafe. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam eingegeben, ihm zu gehorchen. Und zur Gehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber gehört es, dass wir uns natürlich auch informieren über die Art und Weise, wie wir ihm zu gehorchen haben. Und wir beginnen als erstes bei den praktischen Anwendungen unserer Scharia mit dem Gebet. Denn das Gebet nimmt die gewaltigste Säule, nimmt den gewaltigsten Rang nach den beiden Glaubensbekenntnissen ein. Und wenn man darauf Acht gibt, dann wird man auch automatisch auf alle anderen Dinge der Religion Acht geben. Und wer leichtsinnig mit seinem Gebet umgehen wird, der wird auch leichtsinnig umgehen mit allen anderen Taten seiner Religion. Und genauso hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet über den Tag der Auferstehung. Das Erste wird geschaut auf das Gebet. Wenn es vollkommen war, dann werden auch alle anderen Taten vollkommen sein. Wenn man damit leichtsinnig umgegangen ist, dann wird man auch bei den anderen Taten Probleme und Mängel vorfinden. Meine lieben Geschwister, einmal kam der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihn begrüßt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht auf ihn reagiert. Und dann sagte er ein zweites Mal Assalamu alaikum und Assalamu alaika ya Rasulullah und er antwortete nicht darauf. Und ein drittes Mal und er antwortete nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie man reagiert, wenn man jemanden begrüßt und man weiß, er hat einen gehört, aber er reagiert in keinster Weise auf dich, wie das, was für eine Auswirkung das auf dich hat. Und erst recht, wenn das jemand ist, den du liebst, und erst recht, wenn das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. In dem Moment sagte sein Sohn Abdullah zu ihm, O Vater, siehst du denn nicht diesen Mann, der bei ihm ist? Er ist beschäftigt, deswegen antwortet er dir nicht. Und sein Vater Al-Abbas sagte dazu nichts. Später, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam traf, sagte er zu ihm, O Gesandter Allahs, ich habe dich begrüßt und du hast mir nicht geantwortet und mein Sohn behauptet, dass bei dir jemand gewesen ist, aber ich konnte ihn nicht sehen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er ihn wirklich gesehen? Er sagte, ja. Er sagte, das ist Jibril alaihi salatu wasallam. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Allah, lehre ihm die Deutung des Koran und lehre ihn, die Religion richtig zu verstehen. Und aufgrund dieses gewaltigen Bittgebetes war bestimmt für Abdullah ibn Abbas bis zum heutigen Zeitpunkt, dass er zu den größten Gelehrten dieser Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, sowohl was die Auslegung des edlen Koran al-Karim angeht, als auch was sein Wissen und sein richtiges Verständnis von der Religion angeht. Wir haben, liebe Geschwister, in der letzten Predigt über einige Punkte gesprochen, als kurze Wiederholung für die Geschwister, die nicht anwesend waren und zur Erinnerung für die Geschwister, die anwesend waren. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund seiner Barmherzigkeit uns viele Sachen erleichtert hat, gerade wenn wir auf der Reise sind. Und darüber haben wir gesprochen und wir haben zusammengefasst gesagt, dass es nicht sein kann, dass man von den Erleichterungen Allah subhanahu wa ta'ala profitiert und diese Erleichterung von Allah Azza wa Jal ausnutzt, um Sünden zu begehen. Deswegen, eine Erleichterung darf man nur in Kauf nehmen, eine Erleichterung darf man nur anwenden von Allah Azza wa Jal auf der Reise, wie zum Beispiel das Kürzen der Gebete, das Zusammenfassen der Gebete über die Sachen, die wir sprechen, inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Reise erlaubt hat. Ansonsten, wenn diese Reise nicht erlaubt ist, darf man davon nicht profitieren. Ebenso haben wir gesagt, nicht jede Reise gilt gesetzlich gesehen als eine Reise, wie wir gerade erkannt haben, auch was die Entfernung angeht. Und wir haben gesagt, dass etwa ab 77 Kilometer, am besten erst ab 80 Kilometer, soll man diese Strecke als eine Reisestrecke bezeichnen. Ebenso haben wir gesagt, dass man erst als Reisender gilt, wenn man seine Ortschaft verlassen hat und nicht schon vorher. Und ebenso haben wir gesagt, dass man, sobald man an einem Ort vorhat, 4 Tage lang zu bleiben, unabhängig vom Ein- und Ausreisetag, gilt man nicht mehr als Reisender, ab dem Moment, an dem man schon ankommt an der jeweiligen Stadt. Und ebenso haben wir als letztes gesagt,
dass man unter Übereinkunft der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, auf der erlaubten Reise das Gebet, das aus 4 Raka'a besteht, auf 2 Raka'a reduziert. Und darüber hinaus haben wir über manche Fehler gesprochen, die man im Gebet machen kann, wenn man auf der Reise ist. Eine Thematik ergibt sich aus dem, was wir erwähnt haben. Es geht um das Gebet des Reisenden hinter jemandem, der nicht reisend ist, der sesshaft ist. Und das Gebet des Sesshaften hinter dem Reisenden. Das ist auch eine Thematik, die jeden von uns angeht. Wenn du auf der Reise bist und hinter jemandem betest, der nicht reisend ist, wie zum Beispiel, du bist auf der Reise und dann gehst du in eine Moschee und möchtest mit der Moscheegemeinschaft beten. Dort, liebe Geschwister, betest du dein Gebet vollkommen. Das heißt, der Imam betet seine 4 Raka'a vollkommen, dann betest du ebenfalls deine 4 Raka'a vollkommen. Und du darfst nicht sagen, ich bin Reisender und deswegen bete ich nur 2 Raka'a. Und hier ist ein bekannter Fehler, dass manche Leute nach 2 Raka'a sitzen bleiben und dann entweder ihr Gebet beenden und sich von der Gemeinschaft, sozusagen Gebetsgemeinschaft, spalten. Oder sie bleiben sitzen und warten, bis der Imam 2 Raka'a verrichtet hat, noch zusätzlich, und dann beenden sie mit dem Imam das Gebet. Das ist zweifellos falsch, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Deswegen unterscheidet euch nicht von ihm. Und wenn man sich vom Imam also unterscheidet, indem man in einer Position ist, einer anderen als der Imam ist, dann zweifellos ist das eine deutliche Form der Unterscheidung. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar gesagt, wenn du in Salah reinkommst und der Imam ist gerade in der Niederwerfung, dann sprichst du Allahu Akbar im Stehen und gehst sofort zur Niederwerfung runter und sagst nicht, ich hole erstmal den Anfang nach. All das, damit man sich nicht vom Imam unterscheidet und damit man ein Gebet mit ihm verrichtet. Umgekehrt ist es natürlich gar kein Problem. Man kann ganz einfach, wenn man selbst nicht Reisender ist und hinter jemandem betet, der Reisender ist, dann betet man seine 2 Raka'a und dann steht man danach auf und holt seine 2 anderen Raka'a nach. Wenn wir allerdings unser Gebet, wenn wir etwas nachholen, nach Ende des Gebetes des Imam, der Imam ist fertig mit seinem Gebet, hat Salamu alaikum nach rechts und links gesagt, und du musst jetzt aufstehen und 1 Raka'a oder 2 Raka'a oder 3 Raka'a oder was auch immer nachholen. Dann auch eine wichtige Thematik. In diesem Fall betrachtet man das, was man hinzufügt zum Gebet, nicht als Nachgeholtes, sondern als eine Hinzufügung. Das bedeutet was? Ich mache es kurz, inshallah ta'ala, an einem einfachen Beispiel klar. Stell dir vor, du betest hinter dem Imam dein Isha-Gebet. Und du hast hinter dem Imam 2 Raka'a nur verrichtet. Das heißt, es war die 3. und die 4. Raka'a des Imam. Und jetzt stehst du auf. Die Frage ist, wenn du jetzt aufstehst und noch 2 betest, ist das für dich persönlich? Ist das für dich persönlich die 1. und die 2., die du nachholst, weil du sie verpasst hast? Oder ist das für dich persönlich die 3. und die 4., die du deinem Gebet hinzufügst? Und die Antwort ist die 2. Antwort. Und die richtige Antwort ist die 2. Antwort. Das bedeutet, welche praktische Konsequenz hat das? Das hat praktische Konsequenz, weil das Isha-Gebet wird in den 1. 2 Raka'a laut gelesen. Und man liest nach der Fatiha eine weitere Sura. Wenn du aber mit dem Imam nur die letzten 2 Raka'a gebetet hast und du holst jetzt nach dem Taslim 2 Raka'a nach, dann wirst du diese 2 Raka'a ebenfalls leise beten und du wirst nach der Fatiha nichts lesen. Und somit hast du insgesamt 4 Raka'a gebetet. Bei allen 4 hast du leise gelesen und bei allen 4 hast du nur die Fatiha gelesen und keine Sura nach der Fatiha gelesen. All dies ergibt sich, meine lieben Geschwister, aus dieser Thematik. Eine weitere Angelegenheit, die wir kurz inshallah ansprechen möchten, beim nächsten Mal bi'idhnillahi ta'ala ausweiten werden, ist die Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Reisenden erlaubt hat, seine Gebete zusammenzufassen. Bei der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, grundsätzlich bei der Mehrheit, ansonsten, wenn es um Details geht, gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber zusammenfassend darf man seine Gebete auf der Reise, sofern sie eine erlaubte Reise ist. Aber hier gibt es ein paar bekannte Fehler, die manche Leute machen. Einer der bekannten Fehler, die Leute machen, ist, dass sie denken, sie müssen auf der Reise zusammenfassen. Dabei ist es genau umgekehrt. Es ist besser für jemanden, dass er jedes Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Das heißt, das Dhuhr-Gebet zur Dhuhr-Zeit 2 Raka'a, das Asr-Gebet zur Asr-Zeit 2 Raka'a, das Maghrib-Gebet zur Maghrib-Gebet 3 Raka'a, das Isha-Gebet zur Isha-Zeit 2 Raka'a. Das ist besser für ihn.
wenn er zusammenfasst, weil er das braucht, weil er zum Beispiel Zeit gewinnen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann darf er das und dann ist es auch eine Sunna und in Ordnung. Und so hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht, wie gesagt, gemäß der Mehrheit der Ulama. Und das ist auch authentisch überliefert worden in Sahih al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Gebete auf der Reise zusammengefasst hat. Und ebenfalls als letzter Punkt, vielleicht in diesem Zusammenhang, ein bekannter Fehler ist ebenfalls, dass die Leute, wenn sie ihre Gebete zusammenfassen, zum Beispiel, sie beten Dhuhr zwei Raka'a und dann wollen sie Asr direkt danach beten, dass sie keine Zeit lassen zwischen diesen zwei Gebeten. Sondern man hört, man sieht die Leute überall, wenn sie Salamu alaikum sagen, Salamu alaikum, stehen sie sofort auf und sprechen die Iqama für das Dhuhr-Gebet, für das Asr-Gebet oder für das Isha-Gebet, je nachdem. Und das ist eine Vergeudung, einer großen Belohnung, die Vergeudung der Adhkar, die man nach jedem Salah sagt. Nach jedem Salah sagst du bestimmte Bittgebete und diese gehen leider verloren, nur weil du so zusammenfasst, dass du keinen Platz dazwischen lässt. In Wirklichkeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten Zeit gegeben, zwischen den zwei Gebeten ihre Dhikr zu sprechen und danach hat er erst das zweite Gebet dem ersten Gebet hinzugefügt. Es gibt noch weitere Reiseregeln, aber die Zeit hat uns eingeholt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die Religion verstehen, die Religion richtig verstehen, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, aufgrund eines offenkundigen und klaren Beweises. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.